Wir sind hier auf unserem Stand von EWTN TV auf dem Katholikentag in Erfurt. Und bei mir, und da freue ich mich sehr drüber, ist Bischof Ipold aus dem Bistum Görlitz. Was ist bis Ihnen, welche Begegnung haben Sie bisher hier auf dem Katholikentag gehabt? Was nehmen Sie schon mit aus diesen ersten Tagen? Ja, ich bin natürlich zuerst beim Stand meines Bistums gewesen und bei den ostdeutschen Bistümern. Das finde ich immer sehr anregend. Da sieht man mal auch die Ideen, die die Schwestern und Brüder haben, wie sie so mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das fand ich schon also sehr anregend. Dann war ich heute bei der Arbeitsgemeinschaft der Studentenverbindungen. Die hatten mich auch eingeladen, wollten mal ein bisschen so aus meiner Studienzeit was hören, auch aus der Situation damals von Kirche. Wie hat man als Christ in der DDR-Zeit gelebt und was bedeutete das, hier zu studieren in dieser Umwelt, in einem Weltanschauungsstaat? Ja, also ich bin erst heute Morgen gekommen. Das ist jetzt das, was ich erlebt habe und freue mich, dass Sie mich jetzt eingeladen haben. Also Sie haben eine besondere Situation, auch hier mit Christen zu sprechen, die schon sozusagen unter Zeiten der DDR den katholischen Glauben gelebt haben. Was können Sie darüber berichten? Wie stark hat das auch hier oder prägt das möglicherweise auch den Katholikentag heute? Das, falls es eine Prägung gibt, weiß ich nicht genau, aber ich würde sagen, der Ort alleine, dass der Katholikentag jetzt einmal hier im Osten Deutschlands stattfindet, das finde ich schon sehr wichtig, weil es auch fast 35 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch andere Mentalitäten gibt einfach. Und die Geschichte dieser Region, unseres Landes, hat die Menschen geprägt, auch ganz besonders die gläubigen Menschen. Viele, die jetzt auch noch unsere Gemeinden tragen, sind ja groß geworden in der DDR-Zeit, in einem Weltanschauungsstaat, wo wir uns als Christen ja verteidigen mussten oder sagen wir mal stabil sein mussten. Ich sage immer, auch wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, das hat uns nur stärker gemacht. Also ich bedauere da nichts in dieser Zeit, sondern da wächst man ja auch dran. Und aber das bisschen mitzuteilen zu können, ich denke, das wird auch geschehen an manchem einen oder anderen Stand, hoffe ich jedenfalls. Und das könnte auch ja das Verständnis innerhalb unseres Landes verstärken. Wie haben Sie diese Zeit in der DDR, sozusagen unter der Diktatur, persönlich erlebt? Wie haben Sie unter dem sozusagen darunter gelitten, dass Sie gläubig waren? Oder haben Sie Menschen erlebt, die darunter gelitten haben, einfach weil eben es eben, wie gesagt, ein ideologischer Staat war? Ja, das war ja praktisch meine ganze Schulzeit. Ich bin ja 1979 zum Priester geweiht. Ich war noch 10 Jahre Priester in der DDR und dann danach im Vereinigten Deutschland. Ja, das war eine ständige, sagen wir mal, Beschäftigung damit. Wir haben natürlich auch als junge Menschen uns auseinandergesetzt mit dieser marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Wir hatten Gott sei Dank immer wieder auch Priester, auch andere, die uns geholfen haben, gerade im Jugendhaus, das zu verstehen und zu durchschauen vor allen Dingen, dass das eine menschenfeindliche Weltanschauung ist, die mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar ist. Das hat uns natürlich dann auf der anderen Seite auch in Schwierigkeiten gebracht, manchmal, wenn man das öffentlich bekannt hat. Das gehörte schon dazu, würde ich sagen. Da gab es manchmal auch Diskussionen in der Schule, auch manchmal Zurücksetzungen und so weiter. Aber letztlich finde ich, es hat uns, wenn ich so zurückblicke, sprachfähiger gemacht. Wir mussten immer schon über unseren Glauben sprechen, auch mal begründen, warum wir Christen sind. Das fällt ja heute eher weg. Und das hat uns letztlich gut getan. Was können wir lernen eben aus dieser Kirche, aus der Diaspora, für die Situation der Kirche jetzt? Aus der Diaspora kann man lernen, ja, ob man was lernen kann, bin ich nicht so ganz sicher, aber man kann zumindest annehmen, die Situation jetzt, die ja viele Ortskirchen jetzt betrifft, wir werden kleiner, wir werden weniger. Das kann aber sein, dass wir, dass da auch was Neues an Kirche entsteht. Wir haben diese Erfahrung schon immer, auch in kleineren Gemeinden zu leben, kann man den Glauben leben, auch mit wenigen. Aber es wird anders werden. Auch mit weniger Geld wird es möglich sein, hier Kirche zu bauen. Nur das wird anders aussehen. Es ist vielleicht für ein großes Bistum oder eine Gegend, wo
viele katholisch sind, schmerzhafter, wenn das nicht mehr da ist. Aber die Volkskirche, sagen wir mal, dass 80% Katholiken sind, die ist sicher jetzt am Ende, beziehungsweise die wird es auch in Zukunft nicht geben. Das hat auch Jesus ja niemals uns versprochen, dass alle katholisch sein werden. Sondern er hat ja immer vom Salz gesprochen, vom Licht auf dem Leuchter. Und das darf nicht auf einem Haufen sein, sondern es muss verstreut werden und muss fähig sein, ja, zu wirken, zu würzen. Und vielleicht ist es das, was der ein oder andere von uns lernen kann. Der Katholikentag hat das Motto, Zukunft hat der Mensch des Glaubens, beziehungsweise der Mensch des Friedens, besser gesagt. Was bedeutet Frieden im christlichen Sinne? Was ist damit gemeint? Ich sage, das würde das mal ganz unten anfangen. Frieden fängt in der Familie an, fängt im kleinen Kreis an. Und wie schwer ist das heute? Wir wissen, dass viele Familien auseinanderbrechen, weil sie einfach keine Fähigkeit zur Kommunikation haben, Frieden zu stiften untereinander, Versöhnung aufzurichten. Da fängt das an. Und das geht dann bis in die großen Ebenen. Da kann man jetzt mal nennen, die Polarisierungen in unserer Gesellschaft, die scheinbar ja so unüberbrückbar sind. Und da muss etwas geschehen, dass wir als Christen wieder Brücken bauen, auch zwischen den einen und den anderen. Und dass die Gesellschaft, ja, sag mal, auf eine gute Weise versöhnlich beieinander bleibt. Da fängt das an. Die Kirche ist missionarisch oder sie ist keine Kirche oder sie ist nicht, ist ein bekannter Spruch, eine bekannte Aussage. Was kann die Kirche heutzutage tun, oder um missionarischer zu sein? Oder was braucht es dafür, um wirklich überzeugend den Glauben auch wieder zu vermitteln? Die Kirche muss von Gott reden. Wir müssen den Kern unserer Botschaft mit dem Evangelium deutlich machen. Wir müssen so sprechen, dass die Menschen das verstehen können. Das ist eine große Kunst. Es ist nicht einfach, dass es nicht aufgesetzt wirkt, sondern dass wir, da kann die Kirche was dafür tun. Das ist unser Dienst für die Gesellschaft. Ich sage auch zum Beispiel, wenn ich mit wenigen Leuten in der Diaspora die Heilige Messe feiere, manchmal in einer kleinen Gemeinde zu Gast bin, dann sage ich ihnen immer, wir tun das, was wir jetzt tun, stellvertretend für diesen Ort, für diese Stadt. Wir sind zwar hier nur wenige, aber das hat Bedeutung für die anderen. Das ist unser Dienst als Kirche und das ist unser Kerngeschäft, wenn man es mal so sagen darf. Vielleicht müssen wir uns mehr ein bisschen darauf besinnen wieder, ja, und da stärker werden. Aber das tun wir ja auch normalerweise. Also das zu entdecken und eine gute Sprache zu finden. Es gibt Menschen, die Fragen haben, die suchen nach Orientierung. Sie landen nicht immer bei uns. Das hat jetzt derzeit verschiedene Gründe. Wir haben ein bisschen schlechten Ruf jetzt und sind in Misskredit geraten. Aber ich merke, muss ich Ihnen ehrlich sagen, bei uns in unserer Region, wo ich lebe, spreche ich ja fast jeden Tag mit Nichtchristen, da werde ich auf die Fehler der Kirche nicht angesprochen, sondern ich werde auf ganz anderes angesprochen. Und da kommen manchmal die Fragen, die tiefen Fragen des Lebens. Und wenn man da sich öffnet, da ist es manchmal, muss man seine ganze Kraft zusammennehmen, dass man wirklich jetzt authentisch, hilfreich so spricht, dass der andere sagt, doch, das kann ich annehmen. Das ist nicht ganz dumm, was Sie da sagen. Ja? Aber das ist eine unwahrscheinliche Chance und die muss die Kirche, die sollen wir sehen und annehmen. Strahlen wir Christen zu wenig Freude am Glauben aus? Ja, manchmal jammern wir zu viel. Das glaube ich, das ist, ja, das ist, weiß nicht, woran das liegt. Aber das stimmt, die Freude ist, wie es in der Heiligen Schrift steht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das glaube ich, das täte uns gut, wenn wir da mehr sehen lassen würden davon. Ganz herzlichen Dank, Bischof Ibold, und eine gute Zeit hier auf dem Katholikentag. Dankeschön. Alles Gute für EWTN. Vielen Dank.